Das legendäre Metropoltheater im Herzen von Berlin ist das Ziel des Fernsehübertragungswagens FÜ1. Der Wagen hat alles, was man zu einer TV-Übertragung oder Aufzeichnung braucht. Er besteht aus mehreren Bereichen. Hier die Bildregie mit Bildmischer und Vorschaumonitoren. Dann der Gang zur Bildtechnik. Hier sorgen Bildingenieure für beste Bildqualität. Das Herzstück der Tonregie ist ein Pult mit rechnergestützter Bedienung. Auf der Rückseite ist das begehbare Anschlussfeld. Von hier werden kilometerlange Kabel in den Veranstaltungsbereich gezogen. Zum Transport der zahlreichen Flight Cases gibt es einen zweiten LKW, den Rüstwagen RÜ8. Jetzt muss alles in den Veranstaltungsbereich. Zum Glück verfügt diese Location über einen Aufzug, denn aufgezeichnet wird im ersten OG. Pech allerdings für die Ü-Wagen-Crew. Jetzt heißt es Werkzeuge raus und Stative zerlegen, denn diese sind zu groß für den Aufzug. Oben angekommen heißt es wieder zusammenbauen. Die großen Studiokameras werden aus den Transportkoffern geholt, aufgebaut und auf die beweglichen Stative montiert. Parallel dazu heißt es Kabel ziehen. Da sollte man allerdings den Überblick nicht verlieren. Nun werden die tragbaren Studiokameras montiert. Mit Hilfe dieser Messtafeln werden die Kameras eingemessen, Schärfen, Farben und Pegel werden optimiert. Das passiert vor allem im Ü-Wagen mit Hilfe des Master Control Computers. Aufwendig ist auch der Aufbau des Kamerakrans mit seinem langen Schwenkarm, an dessen Ende der bewegliche Remote-Kopf mit der Kamera montiert wird. In nur rund 10 Stunden hat die Ü-Wagen-Crew TV-Equipment für mehrere Millionen aufgebaut, verkabelt und angemessen. Jetzt beginnen Besprechungen und Proben. Draußen vor dem Ü-Wagen werden letzte technische Abläufe abgestimmt. Dann ist es soweit. Der Regisseur gibt das Startsignal. Die hydraulischen Türen verriegeln den Ü-Wagen, Rotlicht geht an, jetzt heißt es Action für die Akteure. Sobald die Rotlichter an den Kameras Signal geben und der Kamerakran zum ersten Mal über die Köpfe der Besucher fliegt, springt der Funke über und das Publikum spürt die Faszination einer TV-Produktion. Kamera.